Servus Leute und wie immer herzlich willkommen hier bei mir auf dem Channel. Es geht weiter im Text. Nun gehen wir wirklich an die Technik ran von meinem Camper-Umbau. Für die Leute, die mir auf Instagram folgen, ich habe es im zweiten Video leider nicht erwähnt, weil es einfach, ich sag mal so, es war eine Spontanaktion. Ich habe mich lange eingelesen, habe überlegt, ob ich diese Aktion überhaupt durchziehe. Ich habe mich dafür entschieden, warum, weshalb, wieso, kommt aber noch. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen einfach aufs Thema ein und ich zeige euch, was ich noch verbauen werde. Beziehungsweise, ihr habt es ja gerade im Titelbild schon gesehen. Dementsprechend, ich fange einfach an. Ich habe mir aus China eine Luftstandheizung besorgt. Ich packe sie mal kurz aus. Hier haben wir den China-Böller. Eigentlich unscheinbar. Aber ich gehe mal ein bisschen auf die Daten ein. Es ist eine 5 kW Luftstandheizung, eine Diesel-Luftstandheizung. An sich gibt es sie eigentlich von zig verschiedenen Firmen. Eine Besonderheit gibt es, das Teil hier hat mich keine 100 Euro gekostet. Es geht jetzt nicht um diesen Kracher hier, den ich in der Hand habe. Es geht um das ganze Set, das ich hier liegen habe. Ich gehe mal gleich ein bisschen drauf ein. Bin jetzt echt nicht ganz sicher, ob es 97 Euro waren oder 93 Euro. Ich habe dieses Teil super günstig gekriegt und habe wirklich lange überlegt, ob ich es machen soll. Taugt das überhaupt was? Es gibt leider einen großen Nachteil. Es ist nicht legal. Es fehlt eine CE-Kennzeichnung auf diesem Gerät. Dementsprechend ist es leider nicht erlaubt, in Deutschland dieses Teil zu betreiben. Es ist im Endeffekt illegal, aber ich dachte mir, komm, für 100 Euro, was soll man da falsch machen? Ich werde es riskieren, ich glaube nicht, dass mein Bus abbrennt. Es fehlt eigentlich nur das TÜV-Zertifikat. Sie soll super gut funktionieren, egal wo man in YouTube oder in Foren drin rumliest. Es ist eine richtig geile Standheizung. Für dieses Geld kann man eigentlich nichts falsch machen. Dementsprechend habe ich mich wirklich dafür entschieden, habe dieses Gerät gekauft. Ich bin fasziniert über... ja, über die Qualität sage ich jetzt mal, für nicht einmal 100 Euro, so ein Riesenpaket. Es ist zwar viel dabei, wo man sich überlegt, das könnte echt ein bisschen besser sein, aber was möchte man wirklich für 100 Euro verlangen? Es ist nicht nur diese Standheizung hier. Ich gehe mal darauf jetzt ein, das ist ein Dieseltank, den brauche ich eh nicht. Ich werde an den Tank von meinem Fahrzeug gehen. Aber hier drin ist so viel, eigentlich abnormal. Wir haben ein LCD-Display, ein LED-Display. Auf jeden Fall haben wir ein Display, wo wir unsere Daten angeben können, die wir im Fahrzeug anbringen. Den können wir sogar abnehmen. Also eigentlich ganz geil. Wenn man überlegt, die teuren Firmen wie Webasto, Planade, keine Ahnung was, die kosten an die 1000 Euro. Richtig abnormal, das ist ein Zehntel davon. Wir haben eine Funkfernbedienung für die Luftstandheizung. An sich auch geil, wenn man morgens aufsteht, drückt man einfach Knopf und die Heizung geht an. Soll wirklich um die 100 Meter weit gehen, also auch die Reichweite ist nicht schlecht von diesem Teil. Das ist jetzt so das Zubehör an sich von der Standheizung. Ich tue mal die Standheizung weg und wir gehen mal an das beigefügte Zubehörpaket. Also da ist wirklich genügend dabei. Komplettes Montagematerial. Wir haben hier das Auspuffrohr. Hier ist der Endschalldämpfer, der jetzt unter das Fahrzeug kommt. Wir haben hier unsere Luftführungsschläuche, ein T-Stück, was ich nicht verwenden werde, ein Ausströmer, beziehungsweise zwei Ausströmer. Ich werde einmal als Ansaugung nehmen und einmal als Ausströmer. Ein Kunststoffluftschlauch, ein Luftfilter, der ein bisschen, ja, ich sag mal so, der ist ein bisschen für einen Eimer. Man kann hier durchgucken durch den Luftfilter, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Also ich weiß die Funktion nicht von diesem Luftfilter. Im Endeffekt ist ja dafür geeignet, keine Schrauben anzusaugen, aber ist ja scheißegal, für 100 Euro kann man nichts falsch machen. Wir haben eine Betriebsanleitung und was mich wirklich verwundert hat, die ist sogar in Deutsch, also kommt wirklich aus China, aber ist eine deutsche Anleitung dabei, finde ich sehr geil. Wir haben eine Dieselpumpe, wir haben die komplette Elektronik, die Verkabelung, dass wir ins Fahrzeug kommen mit allen Steckern Plug and Play. Auch der Querschnitt von den Kabeln ist nicht wirklich billig, also ist nicht billig hergestellt, sage ich jetzt mal so. Wir haben einen Anschluss, damit wir an unseren originalen Dieseltank kommen im Fahrzeug, wo wir einen Schlauch draufstecken können. Ich habe hier passende Adapter besorgt, dass ich wirklich Plug and Play ans Fahrzeug komme. Das ist so ein Zusatzbauteil, was man sich leider besorgen muss, kostet ein paar Euro. Halterung für die Dieselpumpe. Diesen Schlauch,
und eben eine Halterung bzw. eine Bohrschablone, wie man es nennen mag, für die Dieselheizung selber. Und zum Schluss haben wir hier noch einen Kraftstoffschlauch. Ich persönlich halte von diesem Kraftstoffschlauch überhaupt nichts. Der sieht für mich aus wie ein Schlauch für ein Aquarium. Das ist so ein ganz günstiger Silikonschlauch. Ich glaube, der hält auf Dauer nicht. Man liest doch oft genug, man soll doch diesen Schlauch austauschen. Dementsprechend habe ich ein paar Euro rausgegeben und habe mir hier einen richtigen Kraftstoffschlauch besorgt. Der Meter hat mich gekostet, 7,50, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall ein paar Euro gekostet, ist wirklich was Gescheites. Ja, ich würde mal sagen, das ist eigentlich alles, was man benötigt, um die Heizung zu betreiben. Es ist ein riesengroßer Aufwand, das Ding einzubauen, aber das hat man bei jeder Standheizung. Wo werde ich diese Standheizung einbauen? Die Standheizung wird bei mir unter das Fahrzeug kommen, und zwar auf der Beifahrerseite unter den Fahrersitz. Da gibt es eine Position, wo sogar die originale Luftheizung von VW sitzt. Hierzu habe ich mir eine Halterung besorgt von Webasto. Webasto ist ein riesengroßer Zulieferer von Standheizungen bzw. ein Produzent, der Standheizungen herstellt. Und ich dachte mir, komm, ich glaube, die Chinesen, die fälschen so gut die Produkte, da passt sogar die chinesische Standheizung in diese Halterung rein. Und wie man sieht, die Standheizung passt hervorragend hier rein. Die passt perfekt in diese Anschlüsse. Dementsprechend werde ich dieses Blech unter mein Fahrzeug verbauen. Ich gehe mal kurz auf die Kosten ein. Allein dieses Blech hat fast so viel gekostet wie die Standheizung selber. Ich finde es wirklich krass, aber wir haben halt hier wieder ein Markenprodukt gegenüber von den China-Kracher. Nun kommen wir mal zu den richtig teuren Bauteilen. Mich haben auch sehr viele über Instagram gefragt, wo werde ich meine Ausströme anbringen. Ich habe es echt versucht, kostengünstig zu halten, und habe überlegt, einfach nur diesen Schlauch hier irgendwo ins Fahrzeug zu bringen. Ist aber ein riesengroßer Querschnitt. Wir haben, glaube ich, ein 79er Loch, 75er Loch, bin ich mir ganz sicher. Dieses Loch hätte ich irgendwo ins Fahrzeug bringen müssen. Jetzt habe ich überlegt, wo mache ich denn das? Und da bin ich so fündig geworden, wo original VW diesen Ausströmer sitzen hat. Original sind wir auf der Beifahrerseite. Da ist die Ansaugung unten im Dritt. Und wir haben in der B-Säule die Ausströmer. Damit wir das realisieren können, benötigt man leider original Zubehör von VW. Super teuer, aber ich wollte es gescheit machen. Wir haben hier einen Luftkanal, der vom Unterfahrzeug in die B-Säule kommt. Hier ist der Ausströmerbereich für die B-Säule. Der wird dann hier verbaut und können somit unsere Luftstandheizung unterm Fahrzeug anschließen und bringen die warme Luft in das Fahrzeug rein. In der B-Säule ist dann der Ausströmer. Wir haben hier die zwei Blenden von unseren Ausströmern. Die werden hier dann verklickt. Was muss ich jetzt im Endeffekt machen? Eigentlich nicht unbedingt viel. Es ist serienmäßig unterm Fahrzeug Platz, damit wir diesen Schnüdel anbringen können. Diese Öffnung hier ist vorgesehen von VW. Wir müssen aber leider die B-Säule aufflexen von innen. Es gibt eine Position, wo genau dieses Loch hier freigespart werden muss. Ja, ich muss die B-Säule aufmachen. Ich habe echt lange überlegt, ob ich das machen soll, aber serienmäßig macht es VW nun mal auch so. Dementsprechend muss man hier sich eigentlich keine Gedanken machen. Man sollte bloß sauber und ordentlich arbeiten, nicht dass man sich die B-Säule kaputt schneidet. Aber hierzu seht ihr dann mehr, wenn es soweit ist. Ich habe es einfach mal kurz vorgestellt, was das ganze Set beinhaltet. Ich war super begeistert vom Preis-Leistungs-Verhältnis, also wirklich für unter 100 Euro so ein Set. Ach ja, die original VW-Teile haben mich auch knappe 100 Euro gekostet. Sie waren minimal teurer wie die Standheizung selber. Also bin ich jetzt insgesamt beim Standheizungspaket bei knappe 280 Euro, glaube ich. Es ist voll in Ordnung, es hält sich im Rahmen, aber ihr müsst immer noch bedenken, es ist leider nicht legal. Wie gehen wir vor? Ich würde mal sagen, bei diesem Teil nehme ich euch nicht unbedingt mit, zumindest nicht ausführlich. Ich muss leider meinen Tank demontieren. Und zwar
Ja, ich benötige Kraftstoff, ich benötige Diesel. Und da ich leider keinen Zuheizer habe, führt keine externe Dieselleitung nach vorne. Da hätte ich ein T-Stück anschließen können und hätte meine Kraftstoffpumpe von der Dieselheizung anschließen können. Jetzt sagen wahrscheinlich sehr viele, warum gehst du nicht einfach auf die originale Spritleitung drauf? Würde ich ja gern machen, aber bei VW im T5 sitzt die Dieselpumpe im Tank. Das bedeutet, wenn ich jetzt nachträglich irgendwo meinen Schlauch anschließe, würde kein Sprit rauskommen, kein Diesel, da die Dieselpumpe im Tank ist und die funktioniert ja nicht. Die müsste an sein, damit meine Luftstandheizung Diesel bekommt. Dementsprechend muss ich wirklich den Tank ausbauen, muss mir von oben in die Verschraubung diesen Anschluss hier reinbauen und muss hier drauf meinen Kraftstoffschlauch bringen und daran meine Dieselpumpe anschließen. Ist wirklich ein super großer Aufwand, deswegen werde ich euch jetzt hierbei nicht mitnehmen. Ich denke mal, ich werde diesen Schritt allein durchführen und sobald wir soweit sind, dass meine Dieselleitung liegt, werde ich euch wieder detaillierter etwas mitnehmen. Aber vielleicht gibt es eine kleine Zeitrafferaufnahme, wie ich den Tank ausbaue. Ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich einfach wieder. Also Leute, ich habe den ganzen Spaß jetzt mal ohne euch gemacht. Wie ihr sehen könnt, mein Fahrzeug ist aufgebockt. Ich habe leider ein Gewindefahrwerk drin, zumindest Gott sei Dank. Dementsprechend sieht der Bus gut aus. Aber wir haben jetzt zu wenig Bauraum unten, dass wir Platz haben. Wie ihr aber sehen könnt, der Tank ist schon draußen. Was muss gemacht werden? Tankstutzen muss lose gemacht werden. Unten sind drei Schellen drauf. Diese drei Schellen müssen rausgeschraubt werden. Also man kann sie hier recht schön sehen. Hier sitzt eine Schelle, hier ist eine Schelle und da hinten sitzt eine Schelle. Dementsprechend sind hier vorne zwei Klickanschlüsse. Hier kann man sie sehen. Die müssen geöffnet werden und der Tank kann abgelassen werden. Hier ist zu empfehlen, dass er leer ist. Meine hat noch gute 30 Kilo, also recht schwer. Warum mache ich mir jetzt diesen Aufwand? Ich benötige Sprit für meine Dieselheizung. Wo hole ich den Sprit her? Ich werde mal sagen, ich werde hier irgendwo drauf gehen, an irgendeine Position. Am liebsten wäre es mir fast hier, an dieser Stelle. Aber mal schauen, ob ich das festkriege. Hier kommt dieser Anschluss drauf, wie ihr sehen könnt. Den bekommt man eigentlich recht dicht. Dementsprechend würde ich mal sagen, wir gehen hier irgendwo seitlich drauf, wo halt Platz ist. Ich denke mal hier irgendwo. Schrauben den Scheiß von innen ran, kontern das Ganze, dass es dicht ist. Dementsprechend haben wir unseren Anschluss für unsere Dieselstandheizung. Was ist hier noch zu empfehlen? Diesen Anschluss so weit kürzen, dass er nicht bis an den Boden ragt. Warum nicht bis an den Boden? Man möchte ja nicht unbedingt, dass die Standheizung Luft zieht. Ja, aber stellt euch mal vor, die ist bis am Boden und eure Standheizung läuft und läuft und läuft und die zieht euch die Reserve leer. Es kann passieren, normalerweise ist der Tank immer voll, wenn er irgendwo steht. Aber es wäre ja blöd, wenn eure Standheizung irgendwann mal die Reserve leer saugt und ihr steht mit dem Diesel irgendwo und habt keinen Diesel mehr. Jetzt heißt es natürlich, diesen Deckel aufmachen, der ist richtig fest, hier am besten mit einem Spezialwerkzeug drauf, wenn das nicht hinkriegt. Dann erstmal alles sauber machen, die Dieselpumpe rausholen, dann kommt man hier ran. Dann vorsichtig hier ein Loch reinmachen und aufpassen, dass kein Dreck in den Tank fällt. Also am besten abkleben, absaugen, keine Ahnung, Hauptsache es fällt kein Dreck rein. Wenn was reinfällt, ist nicht unbedingt schlimm. Wir haben ja einen Dieselfilter, aber es muss nicht sein. Danach montieren wir einfach hier diesen Spaß, stecken hier oben gleich unseren Dieselschlauch drauf, machen eine Schlauchschelle rum und verlegen schon mal die Dieselleitung Richtung Beifahrersitz. Sehr wichtig, denn hier drüben muss unsere Dieselleitung hin. Danach bauen wir den Tank wieder ein und der größte Aufwand ist eigentlich schon erledigt. Wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt hier unsere Dieselpumpe. Stellt die am besten irgendwo ab, wo sie nicht unbedingt dreckig werden kann. Und wir überlegen uns erst einmal, wo wir unseren Anschluss anbohren. So Leute, jetzt sind wir soweit. Ich habe mal alles vorbereitet. Und zwar habe ich hier diesen Anschluss erstmal gekürzt. Wie ihr sehen könnt, er ist so circa 2 bis 3 cm kürzer, damit wir einfach nicht den Boden berühren. Ich möchte mir nicht unbedingt die Reserve verheizen. Dementsprechend habe ich mir diesen Anschluss gekürzt. Ich habe mich dafür entschieden, an diese Position hier zu gehen. Hier muss jetzt ein 18er Loch rein. Wir haben hier ein M18er Gewinde. Dementsprechend werde ich hier jetzt ein Loch einfügen. Wir haben hier drauf eine Dichtung. Können das von oben ordentlich verschrauben, deswegen wird es auch wieder hundertprozentig dicht. Gehe ich zumindest davon aus. Werde ich hier anbringen. Ich werde mir die Dieselleitung dann auf der Seite, wo eh alle Anschlüsse sind, bis vor unter den Fahrersitz. Danach werde ich über den Hitzeschutzblech am Fahrzeugrahmen rüber zum Beifahrersitz, wo die Standheizung verbaut wird. Dementsprechend wird es der kürzeste Weg sein. Ich könnte natürlich auch vorne die Dieselpumpe, also den Anschluss hier anbringen,
Aber erstens komme ich da gerade nicht hin und zweitens finde ich es einfach schöner, wenn man zentral, wo eh alle Anschlüsse sind, diesen Anschluss auch einfügen. Jetzt würde ich jetzt mal hergehen und würde sagen, wir machen hier das Loch rein. Passt wirklich auf, dass keine Späne reinfallen, ansonsten fischt diese Späne hier wieder raus. Wie ihr sehen könnt, der Anschluss passt jetzt soweit rein. Nun werde ich noch hergehen, werde von innen die Stelle entgraten, da wir einfach einen Grat haben. Werde versuchen, hier irgendwie mit einem Skalpell oder mit einem Cuttermesser reinzukommen, damit der Grat einfach weg ist. So, der ganze Spaß ist nun gratfrei. Nun können wir hergehen und können unseren Anschluss von innen einfügen. Hier natürlich auch darauf achten, wenn ihr das zu lang gelassen habt, könnt ihr das gar nicht von innen einfügen. Das muss jetzt hier von innen reingefummelt werden. Wenn dieser Anschluss eben zu lang wäre, würde das gar nicht funktionieren. So, den ganzen Spaß noch festziehen und wir sind fertig, der Tank kann wieder eingebaut werden. Vorher natürlich noch hier die Schlauchstelle drauf und den Schlauch und einfach euren Dieselschlauch nach vorne legen, damit ihr später hier nicht mehr dran müsst, denn ihr kommt eh nicht mehr dran. Mein Tank ist wieder verbaut, ich habe gute 2 Stunden alleine gebraucht. Es ist eigentlich nicht viel Aufwand, aber achtet wirklich drauf, der Tank sollte leer sein, ihr tut es sonst unnötig schwer. Nehmt einen Wagenheber zur Hand, wenn ihr wirklich keine Bühne habt, tut den Tank abstützen mit dem Wagenheber. Sorgt dafür, dass ihr genügend Bodenfreiheit habt, also bockt das Auto wirklich ordentlich auf, sonst bekommt ihr den Tank nicht raus. Selbst ich musste ihn gerade rausdrehen. Am Tank selber hängt der Tankstutzen mit drauf und der ist halt einfach ja, 60, 70, 80 cm hoch. Ich kann es gerade schlecht schätzen, ich würde mal sagen, das sind sicher 70 cm, wo der Tank noch sozusagen den Schniedel hat. Super aufwendig, aber ich habe halt einfach den Anschluss gebraucht. Ich habe keinen Zuheizer gehabt, wo ich ein T-Stück anschließen kann und einfach den Diesel abklemmen kann. Dementsprechend musste ich komplett an den Tank ran, aber ich würde das auch sagen, ich mache wieder die Unterbodenverkleidung dran. Wir drehen das Auto einmal, weil ich keinen Platz in der Halle habe und wir verbauen die Standheizung. Ist etwas mehr Aufwand, ich muss 2 Löcher ins Fahrzeug bohren, schneiden, flexen, dremeln, wie man es sehen mag, was einem lieber ist. Auf jeden Fall zeige ich euch dann gleich, wie es weitergeht. So, nun hier im Innenraum. Die Kraftstoffleitung haben wir verlegt, ist direkt unter uns, direkt hierher unter dem Beifahrersitz kommt auch die Standheizung. Die Warmluft soll in den Innenraum gelangen. Wie machen wir das? Ich habe es vorhin gesagt, es gibt von VW so einen Durchführungskanal, der aus der B-Säule kommt. Die B-Säule haben wir hier. Hier haben wir die Innenverkleidung. Die sitzt hier unten drauf. Ich habe das jetzt alles schon mal demontiert. Ich habe euch im vorherigen Video gezeigt, wie es funktioniert. Ist wirklich kein Aufwand. Hier drauf, also hier hinter, kommen 2 Ausströmer. Das ist das originale Bauteil. Das sitzt dann hier hinter dieser Verkleidung. Und hier kommen die 2 Ausströmer hin. Die habe ich ebenfalls, ich habe es vorhin schon mal gezeigt. Der ganze Spaß kommt dann hier rein. Und wir haben hier schön in der Verkleidung unsere Ausströmer. Warum habe ich mich dafür entschieden? Es sieht einfach super geil aus, es ist wie Serie und ich habe keine Lust, irgendwo anders, wo normalerweise keine Löcher vorgesehen sind, Löcher ins Fahrzeug zu bauen, zu bohren. Dementsprechend habe ich mich dafür entschieden. Ist halt leider schweineteuer, die ganzen Teile hier kosten knappe 100 Euro. Ich kann ja mal die ganzen Artikelnummern von den Produkten unten reinhauen. Angesprochen, wir haben hier die B-Säule, die müssen wir jetzt aufschneiden. Ich werde das hier mit einer kleinen Flex machen, mit einem 1 mm Blatt, am besten wirklich schön sorgfältig arbeiten. Wir haben hier unseren Anschluss, da wird dann anschließend dieser Ausströmer drauf geschraubt, zumindest verklickt. Das ist nur so ein Klicksystem, der sitzt hier einfach nur so drauf. Dieser Ausströmer-Adapter sitzt einfach nur hier auf dieser B-Säule. Problem ist jetzt, wo genau sitzt der? Keine Ahnung. Es gibt zwar hier und da ein paar Anleitungen, es gibt auch ein paar Maße, die man befolgen soll. Man kann von dieser Schraube hier unten, wo der Gurt verschraubt wird, ausgehen, nach oben messen, nach drüben messen und da hat man eben die 2 Punkte, wo das Teil hier verschraubt wird. Ich persönlich würde aber mal sagen, das Teil passt nur auf eine Stelle. Es hat eine gewisse Form und diese Form muss ja hier in der B-Säule auch drin sein. Diese Stelle sucht ihr euch am besten so, dass es einwandfrei passt. Dann geht er her und tut diese innere Markierung abzeichnen,
dann wisst ihr, okay, hier muss circa das Loch sein. Dann fangt ihr am besten mal klein an und schneidet hier ein Loch rein. Nehmt diesen Luftkanal, führt den von unten ein. Wie gesagt, dieses Loch ist unten vorgesehen. Ihr müsst nichts machen, einfach nur reinstecken. Und dann seht ihr ja hier oben anhand von der B-Säule, wo ihr noch was wegnehmen müsst. Einfach nacharbeiten und anschließend dieses Teil unten reinstecken. Es wird nicht verschraubt. Wir haben hier vier Nasen, es hält von alleine. Und wir verschrauben diese Halterung mit unserem Luftkanal und der ganze Spaß ist gegessen. Ich denke mal, es ist einigermaßen verständlich. Ich werde einfach mal anfangen und werde euch zeigen, was ich meine. Wenn wir dann unten sind am Fahrzeug, geht es natürlich weiter. Wir benötigen ein paar Spezialwerkzeuge, aber dazu kommen wir dann gleich. Also ich persönlich würde mal sagen, dieses Teil gehört hier rein, genau so. Sitzt dann hinter unter Verkleidung. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir zeichnen den ganzen Spaß so an. Und setzen einfach mal unsere Flex hier an. Ich werde das Ganze natürlich jetzt nochmal überprüfen mit den Maßen, die so circa online sind. Die werde ich ebenfalls mal unten in die Beschreibung schreiben. Wie gesagt, die gehen einfach hier von diesem Punkt aus, messen nach oben, messen nach drüben, machen hier die erste Bohrung, wo eben diese Schrauben hier reinkommen. Und dann gehen sie einfach direkt gegenüber und die Maße sind online. Es hat irgendjemand schon mal so eine Anleitung gemacht. Ich persönlich möchte nicht ganz vertrauen. Am Ende mache ich es genau so und es passt nicht. Deswegen werde ich jetzt hier in der Mitte anfangen, werde ein Loch reinbohren und werde mal schauen, wo überhaupt mein Ausströmer von unten rankommt. Aber hierfür muss natürlich wieder das Auto dann aufgebockt werden. Wir benötigen mehr Raum, dass ich unten arbeiten kann. Und ich werde von unten ein bisschen mit der Kamera filmen vom Handy, damit ich euch mal zeigen kann, was genau ich meine und wie das Ganze funktioniert. Also, ich habe eben jetzt nochmal nachgeschaut. Ich möchte euch einfach zeigen, warum jetzt hier eine zweite Linie ist. Ich habe das nochmal hingehalten und bin hier mit dem Stift nochmal von oben entlang. Dementsprechend habe ich wirklich komplett hier jetzt dieses Fenster ausgefüllt. Ich habe es eben im Forum nachgelesen. Ich werde, wie gesagt, die Maße einfach mal unten dazu schreiben. Sie gehen davon aus, dass man von dieser Befestigungsschraube hier von dem Gurt 80 mm nach oben gehen soll. Macht hier mit der Wasserwaage am besten mal eine Linie. Also ich zeige es mal kurz mit dem Stift. Wir gehen von hier aus nach oben. Das sind 80 mm. Ich hoffe, wir können es einigermaßen lesen. Danach sollen wir hergehen, sollen hier einen waagrechten Strich machen. Von der hinteren Kante nach vorne sollen wir 34 mm gehen. Und von diesem Punkt zu diesem Punkt, 32 mm. Und nun sollen wir von diesem Punkt hier bis zu diesem Punkt nach hinten 134 mm gehen. Ich habe das einfach mal gemessen und eigentlich ist so ziemlich genau mein Maß, das ich gerade hingehalten habe, genau diese Abmaße. Also dieses Teil hier kann ja eigentlich nur so passen. Das passt ja gar nicht anders da drauf. Es hat eine Kontur, man sieht es hier in der Kamera recht schön. Dementsprechend sucht euch einfach nur genau diesen Punkt, wo dieses Teil passt. Ich habe es jetzt genau wieder und dann ist eigentlich alles gut. Also man kann hoffentlich nichts falsch machen. Ich werde jetzt hergehen, werde das Fahrzeug aufbocken und danach werde ich hier den Spaß mal rausschneiden und wir werden von unten den Luftkanal einführen und schauen, wie das hier einigermaßen passt. Also das Fahrzeug ist aufgebockt. Nun werde ich mal hergehen und werde hier diese Stelle öffnen. Ich werde erstmal mit dem Bohrer arbeiten. Der verursacht nicht so viele Funken. Viele streiten sich darum, dass man im Fahrzeug nicht flexen soll. Ich werde auch hier wieder eine Flex verwenden. Ich habe hier so eine richtig schöne kleine. Damit kann man so filigrane Arbeiten wirklich extrem einfach machen. Man kann einen Dremel nehmen, habe ich ebenfalls oben. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich es grob rausgeschnitten habe, den Rest auch mit dem Dremel fertigstellen. Viele gehen her, nehmen ein Multifunktionswerkzeug. Das finde ich extrem schlimm, irgendwie damit so eine Säge zu arbeiten. Dann nehme ich doch echt lieber die Bohrer, mache die Ecken und nehme mit der Flex schnell die Kanten fertig. Man soll dann aufpassen, dass dieser Funkenflug nicht irgendwo irgendwas kaputt macht. Dementsprechend aufpassen. Ich werde erstmal hergehen, in der Mitte ein Loch setzen und ja. So, ihr könnt es eigentlich recht super sehen. Ich habe jetzt hier die Stelle offen. Ich werde mal das Blech hier rausnehmen. Hier haben wir das Stück.
Weg damit. Und nun, ja, haben wir hier die offene Stelle. Ist im Endeffekt noch sehr klein gehalten. Ich möchte jetzt erstmal hergehen, stecke von unten den Ausströmer rein und schaue, ob wir circa unsere Position haben. Ich filme mal kurz unterm Fahrzeug, dass ihr versteht, was ich meine. Wir haben jetzt hier unseren Vorderreifen vorne rechts. Hier haben wir eine recht freie Stelle. Hier kommt anschließend die Standheizung hin. Und hier kann man recht gut sehen, ist der Ausschnitt. Und da oben sieht man auch aktuell schon die offene Stelle. Hier fädeln wir jetzt einfach nur unseren Kanal rein. Man kann es hier richtig schön sehen. Der wird hier wirklich verklickt. Den stecke ich jetzt hier rein und schaue mal oben, wo wir aktuell sind. So, der Kanal steckt jetzt hier drinnen. Der hält wirklich von alleine. Der wird einfach nur angeklickt. Ihr seht es hier wunderbar. Hier hinten schließen wir jetzt unsere Standheizung an. Und ich würde mal nachschauen, wie es oben aussieht. Also man kann es hier wirklich recht schön sehen. Ich gehe zumindest von aus. Wir haben jetzt hier unseren Kanal hier hinten, guck, hier ist der Kanal. Und man kann wirklich gut sehen, dass wir hier oben, es ist nicht mehr viel. Circa, ich sag mal, ja, ein bisschen mehr wie ein Zentimeter vielleicht. Hier drüben ist es etwas mehr. Nach unten ist es das Allergleiche. Also ich bin wirklich am Anschlag vom Kasten. Und die hintere Seite ist es genauso. Also ihr könnt es wirklich sehen, dass meine Stelle, die ich angezeichnet habe, eigentlich wirklich sehr gut passt. Das ist eigentlich fast perfekt, würde ich so sagen. Also, Akku ist leer, ich werde mal kurz einen neuen Akku besorgen. Ich hätte das Gerät vielleicht vorher mal laden sollen, merke ich gerade. Einmal voller Akku und weiter geht's im Text. Schauen wir noch mal her, ob der ganze Spaß besser passt. Ist eigentlich wirklich schön. Auf der linken Seite könnte man noch etwas mehr abnehmen, aber das Loch ist groß genug. Ich werde jetzt nicht wegen 3-4 mm hier noch was nacharbeiten. Jetzt würde ich mal sagen, nachdem das so gut gepasst hat, werden wir die Löcher einfach mal übernehmen. Schauen wir noch mal, ob das von der Position passt. Jo, dann würde ich doch jetzt mal sagen, werden wir hier einfach mal durchbohren. Wäre dann soweit auch fertig. Jetzt passt der Spaß sogar super übereinander. Lochabstand passt. Jetzt setze ich doch mal von unten den Kasten ein und überprüfe, ob das Ganze von oben passt. So, wir haben es montiert. Also hier oben sind wir wirklich komplett bündig. Auf der linken Seite, wie angesprochen, könnte ich noch was wegnehmen. Und unten sind wir auch bündig bis auf die hintere Seite. Aber da könnt ihr sehen, ich zoome mal kurz etwas näher ran. Auf der hinteren Seite hier haben wir noch ein bisschen Guthaben, das wir auch abschneiden können. Aber das ist sowas von, wie gesagt, minimal. Hier oben sind wir schön bündig, das passt. An der Kante, jetzt könnten wir hier noch nacharbeiten. Aber das werde ich mit der Feile nur entgraten. Werdet ihr es jetzt wieder versiegeln mit Rostgrund, also Rostschutz und Grundierung. Und anschließend einfach mit Wagenfarbe versiegeln und fertig. Für die Leute, die mich verfolgen, die haben sicher gesehen, dass hier meine Leiste weg ist. Diese Leiste muss weg, damit die Ausströmer hin können. Die sind aufgeschweißt bzw. gepunktet. Einfach hier mit einem Punktschweißbohrer diese Punkte wegbohren, schön verschleifen. Und auch diese Stellen werde ich jetzt noch versiegeln und somit gegen Rost sichern. Natürlich muss ich jetzt noch hergehen, einen Staubsauger und den ganzen Schleifstaub hier wegmachen. Der darf nicht im Fahrzeug bleiben. Aber wir schauen jetzt erstmal, ob die Löcher überhaupt übereinpassen. Das habe ich gerade nicht kontrolliert. Das Loch müsste ich minimal nach oben setzen und das Loch hier passt. Also ist das auch alles einwandfrei. Ich komme leider mit noch mehr schlechten Nachrichten. Wir dürfen noch ein Loch in unser Fahrzeug rein sägen diesmal. Ich habe hier eine Lochsäge. Warum darf ich noch ein Loch reinsägen? Ich glaube, es ist nicht unbedingt nötig, aber eigentlich ist es Schwachsinn. Wir haben hier drunter unsere Luftstandheizung und die Luftstandheizung erwärmt einfach nur die Luft. Das bedeutet, kalte Luft zu erwärmen benötigt mehr Energie.
Dementsprechend ist es eigentlich sinnvoller, die Luft zu erwärmen, die im Fahrzeug ist. Das bedeutet, wir brauchen einen Anschluss, dass wir unsere Fahrzeugluft, die im Fahrzeug drin ist, durch die Luftheizung durchjagen. Hierfür ist auch original bei VW so vorgesehen, für die Luftstandheizung. Hier vorne der Ansaugtrakt, wo wir dann hier unterm Beifahrersitz gleich direkt diese Luft angesaugt wird, in die Luftstandheizung gesaugt wird. Da wird diese Luft erwärmt, geht einfach durch und geht dann hier in dieser B-Säule hoch und wird wieder ausgestoßen. Eigentlich ganz einfach. Dementsprechend muss da jetzt noch ein Loch rein. Wie machen wir das? Ja, ganz einfach. Wir bohren einfach ein Loch rein. Wir nehmen unseren Anschluss, schauen, dass der hier so circa reinpasst und suchen uns die Position selbst aus. Natürlich könnt ihr auch diesen Anschluss woanders hinbringen. Ihr könntet ihn unter den Beifahrersitz bringen oder so. Aber ich möchte es einigermaßen original halten. Es gibt auch Leute, die machen sowas gar nicht. Die erwärmen einfach die Außenluft. Aber ich finde es irgendwie kontraproduktiv, wenn man draußen minus 3 Grad hat, diese Luft zu erwärmen. Und dann soll die Luft mit 35, 25 Grad in den Innenraum geblasen werden. Da ist es auch sinnvoller, die Luft, die im Fahrzeug ist, 18 Grad zu erwärmen auf 20 Grad. Somit haben wir hier unseren Anschluss. Ihr könnt es eigentlich recht schön sehen. Jetzt übertragen wir den ganzen Spaß einfach noch auf die Karosse. Ist eigentlich selbsterklärend. Da, wo das Loch jetzt ist, muss auch das neue Loch rein. Ist nicht wirklich kompliziert. Dementsprechend einfach mal das Loch jetzt ins Fahrzeug bohren. Es tut zwar jedes Mal eine Seele weh, aber hier ist das Blech. Ich bohre echt ungern Löcher in Autos, zumindest in mein eigenes Auto. Aber es ist so vorgesehen, dementsprechend werde ich das so machen. Es hat ja auch einen Sinn, aber okay. Wir haben hier unseren Einströmer in dem Fall. Der kommt hier drauf. Wird jetzt noch verschraubt. Die drei Löcher werde ich jetzt noch anbringen. Danach wird der ganze Spaß einfach nur montiert. Aber ich würde mal sagen, bei der Montage der Luftstandheizung wird es ein externes Video geben. Dementsprechend würde ich mal sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich über Kommentare und vor allem über ein Abo freuen. Wir sehen uns im zweiten Teil, wenn wir hier diese Luftstandheizung verbauen. Servus und bis zum nächsten Video.